Konzert hat Alban Berg für Manon Gropius geschrieben, für die Tochter von Alma Mahler. Und dieses Mädchen ist leider sehr jung gestorben an Kinderlähmung und mit 17 Jahren schon. Und dieses Stück beschreibt eigentlich gerade im ersten Satz ihren Charakter. Man hört zu Beginn schon was sehr Mystisches. Es ist eigentlich ein Requiem und es kommt wirklich wie aus der Ferne. Es beginnt so. Damaligen Wiener Gesellschaft wurde natürlich auch viel Walzer getanzt und es ist, man hört sehr, sehr viele Einflüsse darin, eben gerade dieses Wienerische zum Beispiel. Das beschreibt er eben auch als sehr, es soll sehr tänzerisch klingen und es ist auch ein bisschen der Charakter dieses Mädchens. Und der zweite Satz beschreibt eben ihre schreckliche Krankheit. Und das war, kann man sich vorstellen, mit zu der Zeit mit Kinderlähmung, es war eine fürchterliche Qual und dieser Satz ist voller Brutalität und Leiden. Und der Beginn ist dementsprechend. Das zieht sich durch den ganzen Satz und sie kämpft praktisch um ihr Leben und leidet ganz schrecklich und am Ende wird sie dann nach diesem Höhepunkt in dem Satz wird sie erlöst, dann kommt es zu dem Bach-Choral mit dem Text, der auch in den Noten dabei steht, es ist genug, Herr, wenn es dir gefällt, so nimm mich mit und das ist ein sehr spezieller Moment, wo man wirklich spürt, sie wird jetzt praktisch erlöst. Und ich spiele mal den Bach-Choral. Transformation sehe. Der ganze Satz, das ganze Violinkonzert, das beruhigt sich. Man geht noch einen ganzen Weg gemeinsam, auch mit den ersten Geigen. Ich spiele mit ihnen unisono und am Ende spiele ich auch wieder alleine. Sie verabschieden sich nach und nach und ich steige am Ende. Also es ist, ich stelle mir vor, es ist wie Manons Seele, die dann am Ende nach oben steigt und so endet das Stück auch. Und zwar